Guten Morgen oder auch, wer hat in mein Waschbecken gekotzt? Ja, genau. Hey, was geht ab? Wir fahren gemeinsam jetzt. Wir fahren gemeinsam jetzt erstmal zu meinen Eltern. Dicker, ja, mach mal hier kurz die Belichtung, Dicker, richtig, ja. Wir fahren jetzt erstmal zu meinen Eltern, bringen den Hund weg und dann... Wieso schreie ich eigentlich so? Was fängt's auch nicht. Und dann, dann fahren wir jetzt natürlich gemeinsam nach Haramburg. Denn, meine Freunde, es ist mal wieder so, es gibt den ein oder anderen wichtigen Geschäftstermin in Hamburg wahrzunehmen. Und nein, ich war gestern nicht bis 5 Uhr besoffen, irgendwo... Alter, Morgenstern hier mit einem aggressiven Hit. Absolut. Da rappt einfach ein 10-Jähriger. Ach du Scheiße. Hallo, schlechter Freund. Wieso schlechter Freund? Ja, weil ich gerade in der Heimat war und dir kurz noch die Hand schütteln wollte, aber jetzt bist du schlechter Freund, weil du noch geschlafen hast. Ja, mal, kannst du mir kurz sagen, wer gestern in der Waschbecken gekotzt hat? Akani vermutlich. Das war wahrscheinlich ich. Also dann, danke dir für den schönen Abend gestern, ne? Ah, das meinte mein Vater mit. Fahr nicht da lang, weil da ist Stau, du Vollidiot. Ja, und wer ist da lang gefahren? Ja, ich bin da lang gefahren. Und wer ist jetzt der Idiot, sag ich mal? Ich. Ja, ja, genau. Oh, Achtung, da kommt ein Auto, es kommt da. Hast du dir heute die Hände gewaschen, nachdem du dich angekotzt hast? Wir sehen uns, wenn der Stau zu Ende ist. Wir lieben es, zu leben im Land des Regens. Es ist August, meine Damen und Herren. Und wir haben absolute Sommergefühle. Sommer! Über die Dächer meiner Stadt riecht die Luft nach Regen. Weil es nur am Regen ist. Penis macht dich mürbe, ein kleiner Penis macht dich aggressiv. So, chill ich mit dem Stau hier, meine Freunde. Es ist einfach nur absolut nice, im August in Deutschland zu sein. All I need! Hey, ich bin ein Mann! Digga, chillige Kamera. Oh, nein. Küche, ist es überhaupt on? Ich weiß gar nicht, ob das an ist. Ja. Ich wollte einfach mal den Vlog crashen. Ey, viel Spaß beim Cutten, ne? Kuss geht raus. Hey, wir haben es mal wieder geschafft. Ey, das ist ja übel eklig. Geiler Shot. Oh, nein. Achso, mit Vlog. Achso, das ist hier mit Vlog. Okay. Okay. Ey, das ist ein Obstteller. Jetzt mal ganz kurz, könntest du mir vielleicht erklären, wie gestern mein Waschbecken gekotzt hat? Ich war gestern nicht dabei. Ja, okay. So, wir haben jetzt hier noch ein wichtiges Geschäft. Da kommt Max Getränk. Ja, den würde ich gerne nehmen, danke schön. Wir haben jetzt ein sehr wichtiges Geschäftsmeeting hier noch, das steht da. Auch für mich. Cappuccino und Aperol Spritz. Gib mir nochmal ganz kurz die Blume. Nicht anfassen mit deinem. Oh, Mann, Digga. Guck mal, wie er guckt, welchen Blume esse. Ja, das ist so unscharf. Du musst da auch Max. Nice Blume gegessen. So, wir haben jetzt hier einmal die Monte bekommen. Das war, Scheiße, kannst du aufhören. Das war der Take, Max. Das war der Take, das war der Gag, das war alles. Max, danke für die Einladung. Ich hab nichts gegessen. Hä? Ja. Nö. Max hatte gerade eine saugeile Idee. Ja, schon. Ihr wolltet aufrunden auf 1000, ihr Pisser. Seid ihr dumm? Max, du und deine Nein, Freundin. Nein, Chat, hört mir jetzt mal zu. Ich nenne Leute jetzt Chat. Die Rechnung ist 300 und die drei Typen wollten gerade wirklich auf 1000 aufrunden. Welche drei Dann habe ich gesagt, Alvaro, Amar und Revi. Ich bin da raus. Ich meine auf gar keinen Nein. Fall. Höchstens 500. Und dann meinten alle, nee, cringe. Er labert so scheiße. Und jetzt macht Revi sofort die Kamera an und will mich hier in die Pfanne hauen. Alter. So, dann hast du auch gut Trinker gegeben. Ja, ein wunderschön. Leute, ich kann meine Fresse gerade nicht bewegen. Das muss man machen, wenn man älter wird. Leute, folgendes. Hotelzimmer, kurzer Ja, super, das war's. Nee, passt schon. Wenn du willst, ich mach den B-Roll von dem Telefon. Von dem Telefon, ganz kurz, eine Sekunde. Ja, Mann. Und Max war. Max hat gerade schon unten mit einem nagelneuen Teigang gewartet. Eigentlich wollte ich da jetzt was filmen. Jetzt habe ich aber leider 2 Minuten länger gebraucht und jetzt ist Max schon weggefahren, das passt. Den heutigen Abend werden wir jetzt ganz entspannt einem wichtigen geschäftlichen Abendessen verbringen. Danach gibt es noch den einen oder anderen Umtrunk. Dementsprechend bleibt die Kamera heute aus. Wir sehen uns morgen wieder zur eigentlichen Main Story dieses Videos, denn morgen ist Wake Capital for a Red Bull. Da freuen wir uns alle sehr drauf. Wird eine ziemlich nice Nummer. Küsst eure Augen. Bis morgen. Nein! Nein! Ah!
Also, wie es sich dann auch leider Gottes wieder begeben hat, war es dann gestern Abend plötzlich sehr viel später, als wir das eigentlich wahrhaben wollten. Und es war 3:30 und... Jetzt schon, Alter. Mr. Amar. Oh nein. Hauste. Ey, Mann, ey, Leute, abonniert ihn bitte einfach. Und dann ist das Video super, okay? Wie war es denn gestern Abend? Kannst du es kurz zusammenfassen? Entspannend. Entspannend. Es war sehr entspannend. Wir haben jetzt noch ein wichtiges Geschäftsmeeting. Ja. Und dann geht's gleich aufs Event. Hast du Bock? Ey. Ich sag's dir später. Ey, Bro, ich schwöre dir, ich denke wirklich, no joke, ich dachte immer, ja, Köln ist stressig zum Autofahren. Aber Bro, Hamburg ist ja wirklich absolut beschissen. Was steht hin, die? Hier ist einfach alles geschlossen auf einmal, ohne Grund, ohne... Hä? Warum? Entschuldigung. Oh, Bro, da ist ein Straßen, ein Fahrradrennen. Dicker, ich hau ab. Was? Ein Fahrradrennen? Kann ich den Kuchen haben? Nein! Betsy, was hast du? Boah, ich hol mir sowas von jetzt einen Cake, Alter. Ach stimmt, du bist ja live. Komm, wir gehen mal rein. Entschuldigung, ich such so einen dicken Jungen mit einem weißen T-Shirt. Nee. Ah, da, doch. Ah, da ist er. Hallo. 10 kleine Fakten über Jens Kosala, jetzt. Wie viele? 10. Lustig. Okay, warte, ich mach kurz dein Wissen. Sehr laut. Laut, Fakt Nummer 2 laut. Fakt Nummer 2. Weiter, Fakt Nummer 3. Hat Scheißerei. Richtig. Ja, Fakt Nummer 4. Was sagst du, welche? Und sag jetzt, kleiner Schwanz. Kleiner Schwanz? Ja. So, danke schön. Fakt Nummer 5. Letzter Fakt. Etwas dicker. Beginn. Warten Sie, die hier rein? Boah, das schwimmt einfach eine Kackwurst. Da schwimmt keine Kackwurst. Ja, was ist das? Hier schwimmt eine Kackwurst, Alter. Na klar. Hier schwimmt wirklich eine Kackwurst, Alter. Guck dir. Das wird eine Kackwurst. Ach, nee. Da schwimmt eine Kackwurst. Scheiße, geschwommen. Oh nein, es geht los. Er hat einfach Kacke hier rüber. Haben die hier keinen Gulli? Das heißt, wenn ich hier noch einmal rüber wische, dann sieht das hier auch gar nicht mehr aus. Moment mal, da stimmt was nicht. Also ich werde hier gerade ganz doll verarscht. Ich glaube, darauf läuft es hinaus. Ja. Das heißt, wenn man es noch... Du wusstest ja auch nicht, was kommt. Ich hätte probiert mal die Karte genau im Auge zu behalten. Halt sich fest, ich pack drauf den Daumen drauf, lass dir nicht abhauen. Okay, das Ding ist, ich kaufe hier nicht aus. Es geht hier nur um die Vorderseite. Was? Chat, habt ihr das gerafft? Hä? Und meine Damen und Herren, mit einem tosenden Applaus, mit einem richtig dicken Poggers begrüßen wir Maximilian Kurt Alexander Stemmler, aka Trimax. Hallo. Schön, dass du hier bist, Mann. Cool. Willkommen auf meinem Boot. Macht euch einen schönen Tag. Hol uns ein Getränk. Ja. Da vorne hat einen Zauberer. Wichtig, der klaut eine Uhr. Ja. Auf, dass du den nicht weggezogen bekommst. Geil. Ansonsten, macht dir einen schönen Tag, Mann. Danke, Mann. Hey, Betty Taube, kennst du Trimax? Hallo. Hallo, das war so unangenehm, das habe ich gefilmt. Okay. Wie ihr es nicht geschafft habt. Achtung da. Boah, was hat, guck mal das T-Shirt an, Alter. Junge, bist du es, Chucky? Na, ich bin nicht Chucky. Für meine kleine Twitch-Crew. Guck mal, wenn ich gefunden habe. Wie heißt der Kanal? Crazy Bear. Crazy Bear. Crazy Bear. Danke. Crazy Bear. Schau mal her, Chat. Ich zeige euch mal, wie echt die Wakeboard-Skills aussehen. Max, bitte. Mach mal ein bisschen heller. Ist volle Helligkeit, du Assi. Alles klar. Das bin ich. Das hat ein bisschen gegen die Rampe gefahren. Ich bin das allererste Mal gefahren und sie meint immer wieder, wir dürfen auf gar keinen Fall zur Rampe fahren. Ich konnte gar nicht lenken. Ich bin da hingeklatscht, habe so viel Ärger bekommen, das war ein Schulausflug, ich musste nach Hause.